Einen Discord-Server zu haben ist etwas Wunderbares. Ihr könnt euch mit euren Freunden unterhalten, ihr könnt euch eine Community aufbauen und generell eine schöne gemeinsame Zeit haben. Was allerdings weniger schön ist, ist, wenn niemand Nachrichten verfasst, keine Leute den Server betreten und sich niemand im Voice unterhält. Also euer Server einfach inaktiv wird. Und genau um das zu verhindern, schauen wir uns heute 5 Tricks für deinen Discord-Server an, die ihn einerseits schöner machen, aber auch Funktionen hinzufügen und damit mehr Leute dazu animieren, auf den Server zu joinen und auch aktiver zu sein. Ganz kurz, um es am Anfang klarzustellen, wir reden jetzt hier nicht von einem Freundschafts-Discord-Server oder sowas, wir reden von Community-Servern für Content-Creator, Streamer, YouTuber und so weiter. Und wenn wir jetzt schon beim Stichwort Community sind, erstellt euch unbedingt einen Community-Server. Dieses Feature gibt es seit kurzem, dazu einfach in die Server-Einstellungen zu Community und Community erstellen. Und dort müsst ihr ein paar Sachen festlegen, damit die richtig sortiert sind. Zuerst müsst ihr einmal zur Sicherheit bestätigen, dass alle Members erst ihre E-Mail verifizieren müssen und dann, dass alle Medien gescannt werden, bevor sie auf eurem Server hochgeladen werden, dass da nur sichere Sachen hochgeladen werden können. Dann müsst ihr einmal einen Regeln-Channel festlegen und einen Channel, wo Discord ihre Community-Updates reinposten kann. Und zuletzt müsst ihr hier noch den Rechten zustimmen. Dann könnt ihr noch eine Serverbeschreibung festlegen und so weiter. Aber was bringt euch das Ganze? Einmal habt ihr die ganzen Sachen schön sortiert mit dem Regeln-Channel und so weiter. Ihr könnt auch jetzt eine coole Willkommensmessage machen, dass Leute, die neu auf euren Server kommen, gleich ein Willkommensscreen haben, was ziemlich cool aussieht. Allerdings habt ihr jetzt auch neue Channel-Typen. Beispielsweise ein Announcement-Channel. Der ist dann gleich richtig eingestellt, wie ihr einen Announcement-Channel haben wollt, dass nur ihr da reinschreiben könnt. Und müsst das nicht so umständlich machen, indem ihr einen Channel erstellt und ihr dann die ganzen Rechte den einzelnen Rollen zuweist und so weiter. Nein, so ein Announcement-Channel ist dann gleich richtig eingestellt. Und generell ist dann einfach alles auf eine Community ausgelegt. Also macht das bitte, wenn ihr einen Community-Server habt, stellt ihn auch als Community-Server ein. Somit können wir auch schon zum zweiten Schritt fortfahren. Sortiert eure Channel richtig. Und damit meine ich absolut nicht das, was ihr jetzt denkt. Ihr denkt jetzt daran, dass vielleicht Gaming ganz gut zu Minecraft passt und das ziemlich gut zu den Live-Benachrichtigungen und neben die Live-Benachrichtigungen sollten dann die YouTube-Benachrichtigungen und darüber dann der Hauptchat. Das kann man zwar schon so machen, allerdings würde ich hier aufpassen, dass das nicht rein thematisch sortiert ist. Denn wenn ihr so eine Reihe an Channels habt und da ist auf einmal ein Name viel länger und danach kommt wieder ein kürzerer Channelname und danach ein noch kürzerer und danach wieder ein längerer, habt ihr einfach so eine unrunde, unsaubere Form. Denn es sieht tausendmal besser aus, wenn ihr darauf achtet, wie lang die einzelnen Zeichen sind. In unserem Beispiel würde ich das übrigens ungefähr so sortieren, außer den TikTok-Channel, den würde ich einfach löschen. Bei mir habe ich das ziemlich ins Extrem getrieben. Ich habe nämlich die Namen mehr oder weniger so angepasst, dass sie von der Länge her stimmen. Es passt thematisch ziemlich gut zusammen noch immer. Da habe ich schon darauf geachtet, dass nicht die Funktionalität durch die Optik verloren geht, weil auf meinem Server jetzt eben alles so eine aufsteigende Form hat. Also mit einem kurzen Namen beginnt in der jeweiligen Kategorie und dann immer länger werdend. Und mit dem nächsten Punkt mache ich die Welt von Discord wahrscheinlich nicht wirklich zu einem besseren Ort. Aber ihr könnt eure Channels mit Custom-Fonts belegen. Und das ist auch etwas, das ich gemacht habe. Allerdings möchte ich euch hier warnen. Ihr solltet keine zu ausgefallenen Schriftarten dafür wählen. Was ich gemacht habe, ich bin auf so einen Online-Textgenerator gegangen, der komplett zugespammt ist mit Werbung und komplett rumgeleckt hat. Und ich habe mir einmal alle Namen reinkopiert und in so einer etwas dickeren Schriftart, die vor allem auch Großbuchstaben bei Discord erlaubt, rauskopiert. Und dann bin ich noch auf eine Webseite gegangen, die heißt Cool Symbols und habe mir da diese Zeichen geholt, dass ich die Channels so ein bisschen zusammenfassen kann, einfach an den Anfang eingefügt und jetzt sieht das irgendwie so ein bisschen zusammengefasst aus, gefällt mir ganz gut. Und wie gesagt, durch diese Custom Font von diesem Textgenerator kann ich auch, im Gegensatz zu wenn ich die Standard Font von Discord genommen hätte, einfach den Anfangsbuchstaben von jedem Channel groß schreiben, was meiner Meinung nach besser aussieht. Und dann habe ich noch was gemacht, was ziemlich Standard ist, und zwar hinter jedem Channel noch ein Emote gemacht. Da würde ich allerdings wirklich aufpassen, denn wenn ihr das übertreibt mit Custom Font, diesen Zeichen davor und einem Emote dahinter, wie ich das jetzt gemacht habe, kann das schnell sehr komisch aussehen und einfach irgendwann nicht mehr clean. Bei mir bin ich auch gerade am überlegen, ob ich das irgendwie nochmal cleaner hinkriege, aber ich bin aktuell noch ganz zufrieden. Und ein kleiner Unterpunkt in diesem Tipp ist auch noch, versucht nicht zu viele Channels zu haben, also versucht das irgendwie in Relation, weil sonst 1000 Channel und keiner schreibt, das ist dann irgendwie noch schlimmer. Versucht, keine Ahnung, so ein Verhältnis zu halten von 5 Members auf einen Channel, obwohl dann hätte ich auch zu viele Channel. Egal, versucht nicht zu viele Channels zu machen. Und der nächste Punkt ist für Twitch immer jetzt wichtig. Verbindet eure Twitch-Subs mit Discord.
Was aus zwei Gründen Sinn macht. Erstens, ihr könnt natürlich euren Subs nochmal etwas mehr Wertschätzung und Aufmerksamkeit geben. Und im gleichen Zug dann auch noch einen Channel machen, wo nur die Subs rein können oder vielleicht auch ein Talk. Wird wahrscheinlich nicht so super aktiv sein, aber manche mögen das, dass das dann so unter den Subs ist. Aber der zweite Punkt ist sogar noch viel, viel wichtiger. Und zwar geht es hier um Emotes. Wenn ihr nämlich Discord Nito nicht habt, könnt ihr eure Server-Emotes nur auf eurem Server nutzen. Weder auf anderen Servern noch in Privatnachrichten. Und das umgeht ihr eben dann für die Leute, die Twitch-Subs sind. Denn die Twitch-Emotes sind damit auf ganz Discord freigeschalten. Das heißt, wenn ihr Sub seid, könnt ihr sowohl in Privatnachrichten als auch auf anderen Servern die Emotes von eurem Twitch-Kanal nutzen. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde, denn ich habe kein Nito, aber ich bin bei einigen Leuten Sub und somit habe ich einfach mehr Emotes kostenfrei bei Discord dabei. Kommen wir zum fünften Punkt und das ist der mit Abstand allerwichtigste. Ihr braucht eine Benachrichtigungsrolle. Denn ich hasse das wirklich. Oh, sorry, Discord-Nachricht. Wenn man ständig gepingt wird, weil irgendjemand seinem Discord-Server meint, er muss 10 Channels in dem Live-Benachrichtigung drin haben. Das ist sicherlich nett gemeint und Support ist kein Mord und so weiter. Aber bitte pingt doch da nicht at everyone. Ihr könnt euch nämlich dafür einfach einen extra Channel machen, den ihr Rollen nennt. Dann schreibt da einfach ein paar Nachrichten rein, wie beispielsweise wollt ihr benachrichtigt werden, wenn ich bei YouTube was hochlade? Wollt ihr benachrichtigt werden, wenn ich live gehe? Wollt ihr benachrichtigt werden, wenn meine Kollegen live gehen? Und dann geht ihr zu eurem Bot, wie beispielsweise Mi6 oder auch Saphir, was ich euch empfehlen kann, und stellt da einfach eine Reaction Roll ein. Also beispielsweise Daumen hoch bedeutet, die Person bekommt die Rolle YouTube-Benachrichtigung. Und wenn ihr dann eure Notifications abschickt, pingt ihr nicht at everyone, sondern ihr pingt dann eben at notifications das und das oder at notifications im generellen Sinne. Und damit habt ihr das Ganze 1000-mal entspannter gelöst. Also jetzt schaut doch gerne mal auf meinen Discord-Server, wie ich aktuell alles geregelt habe. Vielleicht hat sich nochmal einiges geändert. Ich versuche da immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, Sachen auszuprobieren und so weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, dann wird es weiterverbreitet und ein Abo. Wir gehen bald auf die 200 zu. Also bis dahin und tschüss.